Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge von Lichtblog Professionals. Und heute ist ein besonderer Tag, wieder ein besonderer Tag. Ich habe die Ärztin Verena Garcia hier im Studio. Herzlich willkommen, Verena. Danke für deine Einladung. Ich freue mich schon voll. Ja, ich habe mich auch mega gefreut. Wir hatten das vor ein paar Wochen mal ausgemacht und ich glaube, es war immer so im Kopf, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte dich unbedingt interviewen, weil wir haben uns ja auch in der Vergangenheit ein bisschen kennengelernt. Wir waren zum Beispiel auf Sylt auf diesem Biohacking-Retreat vom Nico Airone und haben uns da auch viel ausgetauscht. Und bei dir ist ja jetzt mittlerweile auch sehr, sehr viel passiert. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, okay, krass, wäre eigentlich cool, dich mal hier drin zu haben. Und du hast ja auch in letzter Zeit, glaube ich, bist auf Instagram auch ziemlich stark gewachsen. Mhm. Und was ich halt ganz spannend fand, und das steht da so ein bisschen in deiner Überschrift, Real, Raw und Relevant, mhm. also wahrscheinlich dein Content ist. Ja. Und das Leute, die hier zuhören, vielleicht auch mal bei Verena vorbeischauen. Welcome to my Vibe. Und ich glaube, das merkt man schon so ein bisschen auf deinem Channel. Das ist so dein Vibe. Und ich finde es halt spannend, dass du es so als Ärztin machst und auch so authentisch. Und ja, natürlich dann dahinter auch einiges aufgebaut hast. Vielleicht kannst du dich einfach selbst mal ein bisschen vorstellen für die Community, was du so gemacht hast, wo du herkommst, ob du vielleicht auch eine eigene Krankheitsstory so ein bisschen hattest, weil das ist ja auch manchmal relevant, dass man überhaupt da landet, wo man ist. Ja, oder dass du auch sagst, ich bin eine Ärztin, die nicht mit Medikamenten arbeitet, also direkt so. Ja, let's go. Okay. Vielleicht kurz zu mir und meiner Story, bevor ich was zu diesem Medikamenten-Statement sowas sage. Ja. Genau, ich bin jetzt 28 Jahre jung, komme ursprünglich aus Essen, habe dort auch studiert, mein Studium abgeschlossen, bin dann direkt danach in die Schweiz gegangen, in eine ganzheitliche Klinik, also habe eigentlich direkt nach meinem Studium schon diesen, sag ich mal, ganzheitlichen Weg gewählt. Wollte eigentlich 6 Jahre lang Chirurgin werden und habe gemerkt, dass ich eher, wie soll ich sagen, in dieses System einfach nicht reinpasse, dass es einfach nicht mein Weg ist. Und dann nach ungefähr einem Jahr in der Schweiz habe ich mich auch schon selbstständig gemacht, weil ich auch da gemerkt habe, okay, das ist hier nicht das Richtige für mich und irgendwie brauche ich als Mensch einfach was anderes. Und darum geht es bei mir auf meinem Kanal oder grundlegend einfach um diese Ganzheitlichkeit wieder, Körper, Geist und Seele zu vereinen und auch, obwohl ich Ärztin bin und diesen medizinischen Background habe, was toll ist, weil ich einfach weiß, wie der Körper funktioniert, was im Körper was macht etc. Aber das ist halt nur eine Ebene. Und zu meiner eigenen Krankheitsstory, ich hatte selber vor, boah, wie lange ist das jetzt her, 5, 6 Jahre oder irgendwie so, hatte ich krasse Darmprobleme, aber also wirklich, ich hatte jeden Tag einen Blähbauch, als wäre ich im 6. Monat schwanger, ich hatte nur noch Schmerzen, ich konnte eigentlich nichts mehr essen. Bin von Arzt zu Arzt gerannt und ich war halt da noch mitten in meinem Studium, also da hatte ich das, sag ich mal, ganzheitliche Wissen noch nicht, was ich heute habe. Ja. Und mir konnte aber irgendwie keiner helfen. Ja, ich habe Darmspiegelung gemacht, Magenspiegelung, so das Klassiker. Und ja, sie sind ja jung, sie haben nichts. Ja, doch, weil mir geht's ja scheiße. So, und da war dann für mich, glaube ich, so der nochmal tiefere Einstieg, obwohl ich mich, glaube ich, mit Ernährung beschäftige, seit ich 16 bin oder so. So der tiefere Einstieg von, okay, ich muss meinen Körper wieder verstehen lernen, was will er mir sagen und was ist da eigentlich los? Und so hat es halt angefangen, mich mit diesen ganzen Themen, so Darm war dann der Einstieg eben zu beschäftigen und zu schauen, was mein Körper, mein Geist, meine Seele, wie auch immer, braucht. Und ja. Zu diesem Statement, natürlich ist es sehr provokativ auf meinem Instagram. Und ich will auch immer sagen, ich bin ja gar nicht gegen Medikamente. Ja. Es gibt Situationen, wo die einfach benötigt werden. Ja. Und auch gerade in Notfallsituationen etc. Aber mein Ansatz ist einfach ein anderer. Ja. Weil ich glaube, dass es auf vielen anderen Wegen auch geht, sagen wir einfach mal so, ja, viele Wege führen nach Rom. Ja, nee, sehe ich auch so. Und ich glaube auch, jeder Weg ist auch richtig, auch am Anfang. Voll. Ja, also ich war in der Vergangenheit sehr viel immer so, ja, du musst genau diesen Weg gehen und das ist der richtige Weg und alles andere ist doof. Und für mich ist mittlerweile auch so eine Sache, okay, selbst wenn du vegan lebst oder so, Hauptsache, dass du irgendwas machst, ja, und dann deine Erfahrung damit sammelst. Und ich glaube, wahrscheinlich war es ja bei dir ähnlich so. Und das, wie hast du so diese Story, wie bist du es dann angegangen, dass du gemerkt hast, okay, dass sich deine Symptome verbessert haben? Hast du dann Probiotika genommen und solche Sachen? Tatsächlich, damals hat mir ein Heilpraktiker ganz gut geholfen, irgendwann nach einer riesen Ärzte-Odyssee, der dann gesagt hat, ich habe Parasiten und die müssen erstmal raus, eine Pilzbelastung. Also ich habe schon, das Erste war schon die körperliche Ebene und einfach mal meinen Darm zu reinigen, die Parasiten loszuwerden mit verschiedenen pflanzlichen Mitteln. Den Candida loszuwerden, Probiotika genommen, Ernährung umgestellt, sowas wie Gluten mal weglassen. Also jeder, der meinem Kanal folgt und sieht, also ich bin einfach kein Fan von Gluten, Milchprodukte weggelassen und erstmal so, sag ich mal, diese Eliminierungsdiät gemacht, also erstmal diese ganze körperliche Ebene und dann wurde es auch schon sehr schnell sehr viel besser. Also es war noch nicht
so dass ich sage, okay, ich fühle mich wieder gut. Und dann kam so diese Ebene von, okay, vielleicht sind ja noch andere Themen, andere kleine Traumata oder was auch immer, seelische Themen da, die einfach gesehen werden wollen. Ja, und das war dann so, das kam danach. Also meist ist es schon so, dass diese körperliche Ebene zuerst kommt und dann kann man ja tiefer eintauchen, sage ich einfach mal. Ich meine, das ist genau meine Story auch. Ja, ich habe ja auch über 10, 12 Jahre oder gerade am Anfang sehr viel in funktionelle Medizin rein investiert, beziehungsweise natürlich auch diesen Ärztemarathon gemacht und weiß ganz genau, was du ja, wie das dann ist und dass man auch nicht ernst genommen wird. Ja, und ich habe das Gefühl, dass es halt zum Teil, auf einer Seite ist mehr Bewusstsein da, aber diese Story, was du da sagst, dass ich hatte selbst heute eine Patientin, ja, typische Frau, 28 Jahre alt auch und ja, Verstopfung und Probleme da, weißt du, und natürlich auch in einem sehr stressigen Job, also ein Job, wo als Unternehmensberaterin, wo sie halt sehr viel ballern muss und sehr viel Stress da ist. Und das ist ja das Spannende, wie geht man dann diese Sache an? Also ich nutze dann zum Beispiel die Chiropraktik, ja, um die Leute so ein bisschen, dass sie ein bisschen mehr Energie haben, also auf dieser körperlichen Ebene. Ja, und dann steht es halt im Raum, was jetzt sozusagen, weißt du? Und ja, das ist mal interessant. Ich glaube, es ist halt voll gut, sich da auch Hilfe zu holen. Also auch selbst, obwohl ich quasi vom Fach bin, ist es manchmal gut, jemanden von außen zu haben, der einen Input gibt oder halt so ein bisschen so einen roten Faden. Und damals war das zuerst halt dieser Heilpraktiker, der mir halt irgendwie so eine Richtung gegeben hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man lernen muss, auch wieder Hilfe anzunehmen. Ja, auch mal zu sagen, okay, ich komme an dieser Stelle gerade alleine nicht weiter, ich brauche irgendjemand und wo dann der Einstiegspunkt ist, ja, ob das Chiropraktik ist oder halt Probiotika oder Therapie oder was auch immer, ist ja dann egal, aber einfach, dass jemand einfach mal sagt, okay, wir fangen jetzt mal hiermit an und that's the way to go. Ja, dass du so eine Roadmap bekommst, so, wo wir sagen, okay, ganz egal, was mein Verstand jetzt sagt, okay, ich folge einfach mal das, was die Person da sagt und ich vertraue dir, natürlich, das muss halt irgendwie da sein, dieses Vertrauen. Ich meine, das, wo ich jetzt ein bisschen mehr raus von bin, das, ich bin auch jahrelang, okay, jetzt hast du Candida, also Pilzhilfebelastung, Parasiten und so weiter. Und ich bin sehr reaktiv über sehr viele Jahre rumgelaufen und dann, jetzt muss ich die Parasiten töten und so weiter. Bei dir fängt jetzt, also ganzheitliche Gesundheit fängt ja da dann wahrscheinlich erst an, dass man grundsätzlich den Lebensstil ändert, oder? Also, weil das ist ja ganz viel, ich habe das von so vielen Leuten, so, die machen das schon seit 10 Jahren und immer wieder eine neue Kur, eine neue Parasitenkur. Ja, aber was denkst du, also was muss sich da ändern, dass Leute aus diesem reaktiven Muster rauskommen und auf einmal wirklich anfangen, die Ernährung wirklich mal zu ändern und grundsätzlich anders im Leben zu stehen? Ja. Ich glaube, am Ende des Tages, wie du sagst, so Gesundheit kommt ja von dir selber und man muss einfach wieder lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Also natürlich, jemand, der die Roadmap vorgibt, ist gut, aber du musst an dir selber arbeiten. Und ich kriege es selber auf Instagram teilweise Fragen, auch zu Parasiten und all sowas. Und dann frage ich Gegenfragen, ja, wie sieht denn dein Lifestyle aus, etc.? Und da kann ich dann halt nur Kopfschütteln, sage ich einfach mal, ja, und so. Ja. Ich sehe auch, dass immer wieder diese Fragen kommen von sehr spezifischen Dingen, aber die Basis stimmt nicht. Und das ist immer so. Also du kannst auch so viele Supplements schlucken, wie du willst. Wenn die Basis nicht stimmt von einem ausgewogenen Lebensstil, von den richtigen Routinen, ja, und da gehört Ernährung zu, da gehört Licht zu, also noch zu dem Thema Schlaf etc., Stressmanagement, all diese Basics. Und dann können wir mal über irgendwelche Kuren sprechen. Ja, so sehe ich das. Deswegen, also auch für Leute, die hier zuhören, es ist so wichtig, aus diesem reaktiven Muster rauszukommen, wo man echt sagt, ich gehe jetzt die Sache auch proaktiv an und ich lasse mich auch mal spiegeln, vielleicht von einer anderen Person und vielleicht sind da auch noch ganz andere Dinge, weil das ist auch das, was ich die ganze Zeit auf Instagram bekomme, irgendwelche Nachrichten, dann ja, dieses eine Supplement, oh, jetzt muss das der Gamechanger sein. Ja, ich hatte es ja letztens gepostet mit dem Lithium, was irgendwie gerade in aller Munde ist. Ja, ich habe es gesehen in 10 Podcasts und keine Ahnung, mich jetzt gerade irgendwie jeder. Ja. Also dieser Michael Nils, also ich finde es halt spannend, weil der hat so ein Buch geschrieben, auch das erschöpfte Gehirn oder das indoktrinierte Gehirn. Ja, das ist kann auch, ich. Ja, und das ist, du liest dieses Buch und natürlich, ich habe das auch schon aus ganz vielen anderen Perspektiven mal so mitbekommen, aber würdest du sagen, also wie siehst du das gerade, auch wenn du Patienten siehst oder grundsätzlich Menschen, haben Menschen Probleme, Entscheidungen zu treffen oder auch grundsätzlich einfach mit diesem eigenen Selbstwert, Selbstbewusstsein sozusagen, was vielleicht auch was mit unserer Gehirnaktivität zu tun hat? Ja, voll. Ich glaube schon, dass es ein großes Thema ist. Und halt aber auch teilweise Konsumverhalten, ja, weil du kriegst ja so viele Tipps da draußen, so viele Dinge, die, wie du sagst, das neue Wundermittel sind oder das, keine Ahnung was. Und dann einfach die Entscheidung zu treffen, okay, das ist gut für mich. Ich glaube, das ist an dieser Informationsflut, da muss man sich aber auch mal wieder rausziehen. Ja? Ja. Also so, weil natürlich alles ist irgendwie gut, aber halt nicht alles für jeden. Stimmt, ja. Und da eine Person zu finden, der du einfach vertrauen kannst.
Bist du denn in Österreich jetzt auch, also du wohnst in Wien, ne? Ja. Bist du da jetzt offiziell auch Ärztin, also da registriert, oder bist du eher Nein. als Coach unterwegs? Okay. Ich bin eher als Coach unterwegs, weil ich ja keinen Facharzt gemacht habe, bewusst, weil ich für mich einfach gesagt habe, es hat für meinen Weg einfach keinen Sinn. Also es ist nicht schlecht für jeden, der es machen möchte, aber so nach dem Studium habe ich einfach empfunden, dass ein Facharzt ja für mich nicht sinnvoll ist. Und deswegen bin ich hier auch eher als Coach unterwegs. Habe jetzt auch eher 1,5 Jahre, war ich jetzt ungefähr selbstständig, habe Online-Coaching gemacht, was sehr bereichernd war, aber freue mich jetzt halt auch wieder vor Ort, weil der menschliche Kontakt einfach doch nochmal wirklich was anderes ist, als online Leute zu treffen quasi. Deswegen habe ich jetzt hier in München auch wieder Chiropraktik angefangen, weil ich liebe das, Menschen real zu treffen. Toll. Ja, spannend. Weil das ist ja auch eine gewisse Form von Ego-Sache, auch für dich als Ärztin zu sagen, okay, du machst, also, weil ist das ein Prozess für dich gewesen, zu sagen, okay, du gehst da so ein bisschen, du klammerst dich so ein bisschen aus und sagst so, hey, jetzt gehst du nicht diesen typischen Weg, ja, weil viele Leute sagen, ja, du studierst dann diese 5, 6 Jahre oder länger, ja, und machst dann, also wahrscheinlich die meisten Freunde, die du hast, machen dann ihren Facharzt, was ja für dich normal ist, und arbeitest in irgendeiner Klinik. Wahrscheinlich wärst du ja noch schlechter ergangen, oder? Mit Nachtschicht und allem drum und dran? Oder wie Ja, würdest du das also so sehen? tatsächlich, also erstens habe ich keine Medizinerfreunde mehr, honestly. Also Okay. weil sich die Interessen einfach, wie du sagst, sehr auseinanderentwickelt haben und ich mich einfach in eine andere Richtung entwickelt habe. Und ich habe ziemlich viel Gegenwind bekommen, auf jeden Fall. Kriege ich auch, also auch jetzt auf Instagram teilweise immer noch ziemlich viel Hate von Leuten, wenn du halt deren Weltanschauung in Frage stellst, ja, die das dann nicht reflektieren können, die dann einfach dagegen schießen. Und das war früher im Studium nicht unbedingt anders. Aber ich glaube, das ist halt so wichtig, immer wieder auf sich selber zu hören, was brauche ich denn und was ist halt mein Weg. Ja, das ist, auch wenn 90% der Menschen vielleicht einen Facharzt machen und das nicht für mich stimmig ist. Und tatsächlich in der PJ-Zeit habe ich das dann gemerkt, also das praktische Jahr, das ist ja das letzte Jahr vom Studium, wo man eigentlich halt nur im Krankenhaus arbeitet. Und mir ging es in der Zeit so schlecht. Also so, weil klar, Schlafmangel des Grauens, ja, Nachtschichten oder Abendschichten, ganzen Tag künstliches Licht, kein Tageslicht gesehen in den Wintermonaten, und hat auch die Umgebung. Und da habe ich gedacht, okay, das den Rest meines Lebens, no way. So, dass mir meine Gesundheit einfach wichtiger. 100%. Ich meine, wenn man sich wirklich ehrlich umhört, ja, ist es genau das, die Resonanz, die ich auch so bekomme, auch von vielen Medizinern. Ja, und da gibt es ja viele, die dann erstmal 10, 20 Jahre in ihrem Job bleiben und irgendwann merken, okay, es geht wirklich irgendwie selbst nicht mehr, und dann halt diesen, durch Leid tatsächlich diesen Switch bekommen, so, ja. Da Ja, kannst du ja voll. wirklich dir auf die Schulter klopfen und sagen, hey, vielleicht musst du dann erstmal nicht so leiden, sondern du machst einfach direkt einfach dein Ding, was ja eh am besten ist, so, oder? Voll. Voll. Und ihr habt jetzt, also was ich gesehen habe, dass ihr, also du und dein Freund, Johannes heißt er, ja, genau, dass ihr in Wien ein Longevity Center aufgebaut habt, oder er auf jeden Fall. Und du bist da natürlich jetzt auch voll involviert da. Was ist das ganze Konzept dahinter? Weil ich meine, das ist ja, man hört es ja mehr und mehr, dieses Thema Longevity. Bei mir, ich kriege immer noch manchmal so Gänsehaut, weil ich das einfach nicht mag, diesen Begriff, aber das nochmal, können wir gleich drüber quatschen. Warum oder was war da, was steht dahinter? Genau. Ja, voll. Also genau, Johannes hat das quasi gegründet und ins Leben gerufen vor schon einiger Zeit. Er hat ja viel Praxiserfahrung gehabt, in der Praxis in Niederösterreich, wo wir zuerst gewohnt haben, bevor wir jetzt nach Wien sind. Und im Laufe des Prozesses bin ich dann irgendwie dazugekommen und jetzt ist es so ein bisschen gemeinsames Baby geworden, sag ich mal. Okay. Und das Zentrum hat eigentlich quasi so drei Konzepte oder drei Säulen, sage ich einfach mal. Ja, dazu gehört Gehirn und Nervensystem, eben weil in der heutigen Zeit wir immer mehr Stress haben und das natürlich auf unser Gehirn und Nervensystem einfach anschlägt, sag ich mal, oder Schäden machen kann. Dann Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, ja, ohne die funktioniert in unserem Körper gar nichts. Und die letzte Säule ist Community. Und das finde ich eigentlich so wichtig, weil die langlebigsten Völker, warum leben die so lange? Ja, weil sie in Gemeinschaft leben. Und deswegen gibt es bei uns dann halt immer sowas wie, ich glaube, am genau, Samstag hatten wir unseren ersten Vortragabend, wo es dann halt Vorträge gibt, wo die Leute auch sich Wissen aneignen können, was sie halt dann in Eigenverantwortung umsetzen können. Und einfach diese Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Dann haben wir ein paar, viele Geräte, sage ich mal, natürlich auch, sowas wie Kältekammer, auch Rotlicht, hyperbare Sauerstoffkammer und all das, machen aber auch 1:1 Medizin und Betreuung, genau. Sehr cool. Also kannst du auch Blut abnehmen? Ist das erlaubt? Oder Infusionen geben? Haben wir jemand anderen für? Also das ist auch Okay. gar nicht das, was ich machen wollen würde. Die kannst du irgendwelche Nadeln setzen. Ja, muss auch nicht.
Ja, spannend. Aber ist es dann so, dass die Leute hinkommen und sagen, hey, ich würde gerne länger leben, als Beispiel, oder? Nee, natürlich kommen sie mit ihren Symptomen von, irgendwie, ich habe Energiemangel, ich habe Darmprobleme, ich bin zu, also die meisten Leute kommen wirklich mit Stress. Ja, und sie sagen, boah, ich bin einfach so gestresst, ich habe so viel Workload, und kann nicht mehr entspannen. Ja, natürlich auch dieses durch Social Media und die ganzen Medien, die wir irgendwie 24/7 um uns haben, dass die Leute einfach nicht mehr runterkommen. Und das sind so die Sachen, mit denen die meisten kommen. Und Langlebigkeit oder Longevity für mich bedeutet auch einfach halt länger gesund zu sein und zu bleiben und qualitative Jahre zu haben. Ja, weil also ich will mit 80 immer noch durch die Welt reisen und mein Leben leben. Aber es ist, würdest du jetzt nicht sagen, so wie der Brian Johnson oder so, dass man halt alles tut und so richtig eher extrem in den so ist das auch ein Aspekt bei euch, zu sagen, okay, man bringt die Leute jetzt wirklich in so eine extreme Situation rein, oder geht es eher so auch 80-20-mäßig, die Leute da Na, abzuholen, wo sie voll. sind und dann. Na, voll. Ich finde 80-20 oder, also bei mir ist es schon eher 90-10, muss ich zugeben, aber so grob diese 80-20-Regel finde ich eigentlich voll zutreffend, weil ich glaube, dieses Extrem von alles zu quasi perfektionieren und jedes kleinste bisschen ist einfach nicht mein Ansatz oder auch nicht unser Ansatz und auch nicht für mich einfach nicht der richtige Weg. Also ja, für jemand anders mag das richtig sein, aber und ich kenne das selber, ich neige durchaus auch zu Perfektionismus, und hatte das früher, also gerade als ich so angefangen habe mit diesem ganzen Biohacking, habe ich auch, glaube ich, alles gemacht und irgendwann war es dann, okay, jetzt wird mal wieder alles rausgeschmissen und gestrichen, weil ich glaube, dadurch hast du auch wieder Stress. Ja, aber wenn ich den ganzen Tag darüber nachdenke und jetzt nehme ich das 100. Supplement, ist ja crazy. Nee, war bei mir ähnlich. Also ich habe gefühlt, die letzten ein, zwei Jahre auch sehr, sehr viel rausgeschmissen und bin dann, ja, ich glaube, das, was mich dann im Endeffekt am weitesten gebracht oder wirklich dann Next Level aufs nächste Level gebracht hat, war die Persönlichkeitsentwicklung, so, weißt du, so sich ehrlich mal reflektieren zu lassen. Und Voll. also im Vorfeld hatte ich dich ja gefragt, so was inspiriert dich gerade so richtig? Meinst du, ja, ganzheitliche Gesundheit, aber irgendwie auch so die Dynamik. Ja, wie du als Frau hier in dieser Welt stehst, so, ja, und vielleicht auch mal Nein zu sagen und nicht sich die ganze Zeit diesem Stress auszusetzen, ist so, oder? Ja, voll, weil ich glaube, gerade in der Medizin, du bist halt permanent in diesem Hustle-Modus und machen und leisten und noch mehr und keine Ahnung. Und auch eine sehr, sag ich mal, männlich dominierte, ja, Rubrik oder wie auch immer. Also in der Medizin ist es ja schon irgendwie so. Und als Frau musst du dich eigentlich viel noch, also meine Erfahrung, noch mehr irgendwie durchkämpfen und noch mehr beweisen und dass du was drauf hast und so. Und ich war ganz lange in diesem Modus von leisten, leisten, leisten und auch dieses so, okay, ich fühle mich nur gut, wenn ich gewisse Leistungen erbracht habe. Zurück zu, okay, ich bin auch wertvoll, einfach so, wie ich bin, für als Mensch, ja, unabhängig davon, was ich halt tue und dieses männliche, weibliche Energie, sag ich mal, einfach so wieder in meine Essenz zu kommen. Wir Frauen, also ich muss einfach sagen, Frauen und Männer sind verschieden. Das ist einfach so, Punkt. So, und auch wenn viele das nicht sehen wollen vielleicht, sondern einfach wieder zurück in meine Essenz zu kommen, war für mich echt ein, ja, langer Weg. Und jetzt würde ich sagen, nicht, dass ich angekommen bin, aber dass sich viel getan hat. Nee, das ist schon, was ich am Anfang meinte. Du machst irgendwie gerade einen sehr vitalen Eindruck oder Danke. sehr klar. Ich meine, was würdest du jetzt zum Beispiel einer Frau raten, die jetzt zum Beispiel bis irgendwie 32, Unternehmensberaterin, ja, verdienst natürlich ein Schweinegeld oder bist auch erfolgreich, ja, aber gesundheitliche Symptome sind da und eigentlich merkst du, okay, krass, ich bin die ganze Zeit nur am Machen, Machen, Machen. Was ist denn der erste Step, wo man irgendwie sich reflektieren kann oder wie, also, weil es geht ja nicht sofort darum, den Job zu wechseln oder so, oder? Na, voll. Ich glaube, die Erkenntnis ist eigentlich der erste Schritt, also ehrlich mit sich selber zu sein und auch zu sagen, okay, ganz ehrlich, ich bin gerade kaum überfordert, ich bin gestresst, ich mache nur und erstmal das anzuerkennen, ja. So, und wenn man ehrlich mit sich selber ist, dann können sich Dinge verändern und tatsächlich auch sich jemanden an die Seite zu holen, der einen halt spiegeln kann, der einen ja, halt helfen kann, gewisse Dinge zu lösen. Es muss ja nicht immer so radikal sein und direkt den Job zu wechseln. Also, das habe ich letztes Jahr gemacht, kann ich nicht unbedingt empfehlen, war sehr schnell und radikal. War aber auch gut, so wie es ist, aber es muss nicht so sein. Okay. Könntest du jetzt die Frage beantworten, so, wenn ich dich fragen würde, was willst du wirklich, wirklich, wirklich in deinem Leben? Hast du da schon für dich so eine Antwort gefunden? Oder Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich diesen einen Satz beantworten kann, aber am Ende des Tages, wenn ich glücklich bin, erfüllt, liebe, geliebt werde, dann, ich glaube, das ist das, was ich in meinem Leben will. Ja, wenn ich am Ende meiner Tage sage, ich hab nichts zu bereuen, ich habe geliebt, ich habe gelacht, ich habe mein Leben gelebt, ich bin meinen Weg gegangen, ich war ehrlich mit mir selber, ich war glücklich, mehr brauchst meines Erachtens nicht. weil ich habe mich manchmal gefragt, also da sind wir ja in einer sehr vorteilhaften Position. Ich meine, auch in der Medizin oder auch Chiropraktik, ja, da
hilfst du irgendwie automatisch Menschen so. Ja? Und ich glaube, da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu stark in dieses Helfersyndrom reingeht und sich dann dadurch definiert, weil das ist ja auch häufig so, was ist deine Vision? Ich möchte so viele Menschen inspirieren und helfen wie möglich. Und da habe ich für mich persönlich auch gemerkt, so okay, aber wo komme ich denn da? Weißt du? Voll. Das war voll der Gamechanger für mich, überhaupt diese Realisation zu haben und dann zu sagen, okay, ja, aber erstmal muss es mir ja gut gehen. Weißt? Voll, voll. Und das war auch für mich ein Weg, erstmal zu feststellen, okay, am Ende des Tages, wenn mein dieser Cup leer ist, kann ich auch anderen Leuten nicht helfen, ja. Hast du bestimmte Routinen, wo du sagst, ey, das 80-20-mäßig, das bringt dich tags also voran? Ich meine, viele Leute meditieren ja heutzutage. Ja. Irgendwie raus in die Natur oder hast du da krasse Grenzen, auch wenn es um Social Media geht, wie du es nutzt? Also tatsächlich, Morgenroutine ist für mich das Wichtigste. Also wirklich morgens aufstehen, Tageslicht sehen, wenn es dunkel ist, dann Tageslichtlampe, Wasser mit, oder lauwarmes Wasser mit Zitrone und Salz oder Apfelessig und dann Rotlicht und dabei meditiere ich oder höre irgendwelche Frequenzen, Sounds oder so. Also das sind so die ersten 15. Du Freak. Ich bin gerne ein Freak. Ja, das sind so die ersten 10, 15 Minuten meines Tages und das ist so, da geht nichts drüber. Also wirklich, das ist so non-negotiable, egal wo ich bin. Ja. Macht ihr das als Paar zusammen so? Oder hat jeder so seine eigene Routine? Nee, Johannes steht meistens einen Ticken eher auf als ich, muss ich sagen. Und er arbeitet dann meist schon, wenn ich aufstehe manchmal. Aber danach nehmen wir uns dann schon bewusst Zeit, ja, frühstücken. Also nachdem ich meine Routine hatte, das mache ich meist für mich, Frühstück oder wir gehen zum Sport oder frühstücken dann gemeinsam und nehmen uns dann halt da bewusst Zeit schon. Und Frühstück ist für mich auch so, also das ist so meine Basic, also eiweißreiches Frühstück. Also jeder, der meinen Kanal kennt, weiß, dass ich eigentlich jeden Tag morgens Eier esse und kein Fan von Porridge bin. So, das kannst so du aber nicht sagen. doch, kann ich. ich liebe aber mein Porridge. Ne? also sorry, not sorry. Ja, das ist so mein, ja, wirklich basic am Morgen, weil da merke ich einfach so, wenn ich das nicht mache, ich fühle mich einfach anders im Laufe des Tages, so weil ich die Zeit nicht für mich hatte, weil ich nicht bewusst in den Tag gestartet bin und ich finde einfach, nach dem Aufstehen anständiges Wasser zu trinken, Licht zu tanken, ist einfach so wichtig. Und genauso halt abends. Manchmal schaffe ich es nicht, gebe ich auch zu, aber meistens schon so, dass ich eine Stunde vorher kein Handy mehr, kein Social Media, gar nichts. Ja, und damit ich sagen, Blueblocker-Brille, Rotlicht. ja, tatsächlich sieht mein Abend so aus. Ist für mich dann key. Ja, das war eigentlich eine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte. So, okay, nutzt du Blueblocker-Brille? Ja, auf jeden Fall. Oder beziehungsweise passt du wahrscheinlich die Lichtumgebung an. Ja. und auch eure Erfahrung mit Rotlicht, weil ich meine, ihr macht das ja auch irgendwie in Kombination in dieser in eurer Klinik. Sagt man Klinik oder Center? Oder Center würde ich eher sagen, weil Klinik Center ist so medizinisch. Ja, stimmt. Was ist eure Erfahrung grundsätzlich? Ich meine, ihr habt ja so große Infrarotlichtpanels und kombiniert das mit Kältetherapie. Wie macht ihr das? Macht man Rotlicht davor oder danach? Wie macht ihr das genau? Davor oder danach, also mal so tatsächlich, kommt immer so ein bisschen auf den Menschen an. Ja. Weil sie auch super ist für die Mitochondrien. Wenn jemand eine gute Schilddrüse hat und generell sich selber gut aufwärmen kann, machen wir es davor. Wenn jemand echt massiv Probleme hat, danach wieder selber warm zu werden, dann machen wir es eher danach. Weil wenn man dann in der Kälte war, die Lichtrezeptoren der Haut sensibler sind und man das Licht noch viel stärker aufnimmt. Meine Erfahrung, also wirklich so Rotlicht ist eigentlich so mein, also das ist wirklich ein Gadget, was ich aus meiner Routine nicht streichen würde, weil ich liebe das am Morgen. Also unabhängig von diesen schönen Nebeneffekten wie schöne Haut und sowas, was man halt dadurch hat und Kollagenproduktion. Aber so, mich beruhigt das so extrem. Ich finde, das ist so stark fürs Nervensystem. Und das ist, also so selbst auf Reisen, da habe ich halt so ein ganz kleines, das nehme ich eben überall mit. Ja, ja, spannend. Weil das ist das, was wir heute auch von voll vielen Kunden halt mittlerweile hören. Auch wenn es aber nur diese 5 Minuten am Morgen sind, dass es für manche Leute trotzdem ein voller Gamechanger ist. Und ich habe mich da mal so ein bisschen reingelesen, weil tatsächlich ist auch also intensives Rotlicht stimuliert uns auch für den Tag. Also es ist halt nicht nur diese Tageslichtlampe, sondern auch sehr intensives Rotlicht. Das war mal eine Frage bei uns in der Community. So, ja, aber brauche ich jetzt eine Tageslichtlampe oder nicht? So, weißt du, gerade im Winter. Ja, muss halt jeder für sich selbst entscheiden, aber ja. Das ist eine so gute Investition. Ja, ja. Habt ihr so ein, also wenn man zu euch kommt, ist dann auch da so ein Shop, wo du sagst, ja, jetzt nehme ich dieses Nahrungsergänzungsmittel auch noch und so weiter und kriegen die Leute so einen Plan mit 30 Sachen? Kommt auch an, ob sie halt eine quasi individuelle Betreuung haben oder nicht, weil es gibt doch Leute, die sagen, ich habe halt einen, keine Ahnung, 10er Block Kälte und die kommen dann halt 3-mal die Woche nur zur Kälte. Also kommt drauf an.
Ein paar Supplements haben wir auch da, also so ein paar Partnerfirmen, mit denen wir einfach zusammenarbeiten, die wir beide gerne nutzen. Ja. Die können Sie dann auch bei uns mitnehmen. Genau. Geil. Ja. Und gibt es dann so ein Review irgendwie nach 3 Monaten oder 6 Monaten oder so, dass man mal so, also habt ihr bestimmte Messparameter, mal abgesehen jetzt vielleicht vom, oder macht ihr Bluttests allgemein auch? Oder? Haben wir jemanden, der das für uns macht? Ja. Weil einfach wir erstens keine Kapazität zeitlich und auch nicht räumlich haben. Also jeder Zentimeter dieses Zentrums ist gut verplant. Aber machen wir prinzipiell auch, genau. Und für uns Parameter, klar, also wir haben natürlich Marketing etc. und solche Tools, die wir halt dann beobachten, was wie funktioniert hat, was gut ist. Welche Anwendungen wurden viel gekauft, welche nicht und all sowas sind dann schon gut überwacht, ja. Ja, nice, ey. Ja, spannend. Also weil ich glaube, das ist wirklich so ein Konzept der Zukunft, wo, also ich meine, würdest ja selbst auch sagen, oder? Dass mehr und mehr Leute voll, einfach also Probleme haben. Die ja. Resonanz ist auch wirklich gut. Also dafür, dass wir seit jetzt 2,5 Wochen oder so, 3 Wochen aufhaben, sind wir echt happy. Geil. Ja, cool. Was gibt es denn da noch so, was für ein Gamechanger für die Leute ist, auch so von den Tools, die ihr da nutzt? Würdest du sagen, das alles oder je nachdem individuell, oder gibt es so manche Sachen, wo du sagst, okay, boah, das knallt schon so richtig rein und wo die Leute halt maximalen Benefit von haben? Ich finde den Human Regenerator echt crazy. Also es ist ja ein, wie kann ich das für den Laien vielleicht auch erklären, aber einfach, ich meine, wenn wir viel Stress haben, entstehen viele freie Radikale in unserem Körper, also reaktive Sauerstoffgruppen, die einfach Zellwandschäden, Mitochondrienschäden etc. machen können. Und der Human Regenerator, es nennt sich Cold Atmospheric Plasma Technology, aber es kann man sich so einfach vorstellen, als würde man sich grounden nur mit 20.000 Volt. Also man wird einfach wieder aufgeladen mit negativen Teilchen. Ja, und dadurch wird der oxidative Stress und alles reduziert. Und das ist wirklich, die Leute gehen da eine halbe Stunde rein und danach sind sie tiefenentspannt. Also ich war auch schon, keine Ahnung, wie oft da jetzt drin, das ist wirklich so. Also danach bin ich einfach wieder relaxed. Und ich glaube, das ist auch, also wenn man diese Tools natürlich nicht zu Hause hat, sowas wie Grounding, Bezug zur Natur, das klingt so banal, aber es ist so, so wichtig. Und ich merke das total. Jetzt wohnen wir in Wien in einer Stadt, dass ich immer mal wieder mich rausziehen muss. Ja, vorher haben wir auf dem Land gewohnt, da hatte ich den eigenen Garten halt vor der Tür, habe ich jetzt halt nicht, wie die meisten Menschen. Aber halt immer mal wieder so dieses Barfußlaufen, in die Natur gehen, Handy zu Hause lassen ist so wichtig in der heutigen Zeit, weil wir ja permanent diesem Stress und auch Strahlung, WLAN etc. ausgesetzt sind. Ja. Empfehlt ihr auch da Leuten? Habt ihr so eine basic Routine, wo ihr sagt, okay, wegen elektromagnetischer Strahlung und so weiter, dass man da irgendwas macht? Oder, voll. Also wir haben selber einen Block bei uns im Zentrum stehen, der gegen Strahlung ist. Alle Kabel bei uns sind geschirmt. WLAN ist in 90% der Fälle aus. Also wir haben selber überhaupt wenig Strahlung. Okay, cool. Also ich finde das mal so absurd, aber am Ende sind das halt Tools, um in der Stadt irgendwie gut klarzukommen. Ja, weißt du, weil ich meinte auch, ja. Irgendwie muss man die Natur quasi imitieren. Ja, also natürlich wäre Natur besser, aber alle Sachen gehen in der Stadt halt nicht. Genauso wie ich halt hier nicht im Fluss baden gehen kann. Geht nicht? Welcher Fluss geht durch die Donau? Hin? Aber da würde ich, unabhängig davon, dass man wahrscheinlich auch nicht baden darf, würde ich da auch nicht drin baden wollen. Okay. Weil ich war mal in Basel und dann war ich im Rhein baden und dann lässt man sich auch so treiben. Mhm. Das war richtig cool. Ja, aber dann natürlich der Rhein in Deutschland ist dann verboten und du könntest sterben und so weiter. Naja. Und da bin ich jetzt mega happy, dass ich, also hier in München ist halt krass mit der Isar. Weißt du, die ist halt auch nur, die ist nicht wirklich tief und keine super, super starke Strömung. Und dann gehe ich halt mit dem Max Scotts da häufig da ins Wasser. Und das ist halt schon mal nochmal so Next Level. Auch von den natürlichen Einflüssen, weißt du, das ist dieses Wasser, was einen umströmt und dann die Sonne und die grünen Blätter und so. Das ist mein Human Generator so ein bisschen gerade. Ja, voll. Ich habe auch zwei Monate in München gewohnt letztes Jahr. Ich mochte das auch voll. Ja. Aber ich, super spannend. Ich hatte den Human Generator auf dem, war das in London? Ja, auf dem Summit gab es den, glaube ich, auch. Genau. Und das ist jetzt der erste Human Regenerator in ganz Österreich. Und gibt es den in Deutschland auch schon? Ich glaube tatsächlich ja. Ich glaube, Hamburg gibt es einen. Den Rest weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall ein, zwei bestimmt. Wo kommt die Idee her? Ist es was aus den USA oder was? Oder wo, weiß ich tatsächlich gar nicht, honestly. Okay. Spannend. Ich kann mir vorstellen, dass es aus England kommt. Ja. Ja, also für alle Leute, ihr müsst da vielleicht mal googeln oder vielleicht in Wien mal besuchen. Sieht ziemlich abgespaced aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Voll. Das andere abgespaced ist ja eure Kapsel, die ihr da habt, ne, wo man sich reinsetzt. Die überbare Sauerstoffkammer. Ja, überbare Sauerstoffkammer, genau. Ja, ist auch noch so, okay, du bist im Raumschiff unterwegs.
Habt ihr häufig die Frage, so, weil es gibt ja auch dieses Hyper, nee, nicht Hyperbaric, dieses IHT, also Haben wir auch beides sogar. habt ihr beides, okay. Ja. Gibt es da irgendwie so ein Battle, dass das eine besser ist als das andere oder wann nutzt man was? Oder? Ich meine, beide sind super, aber es kommt immer so ein bisschen auf den Menschen individuell an, weil hyperbarer Sauerstoff kann man, wenn jemand halt schlechten Druckausgleich machen kann, Ohrenprobleme hat, dann würde ich eher IHT machen zum Beispiel. Okay. Und Sportler nutzen meist eher IHT, so zur Regeneration. Also es kommt immer so ein bisschen auf den individuellen ja, Menschen einfach an. Aber es hat beides seine Vor- und Nachteile und die Stoffwechselwege, über die es läuft, sind im Endeffekt ähnlich. Ja, ich hätte gestern mit einem Kumpel aus Amerika gequatscht und er meinte, in Amerika ist das, also dieses IHAT ist halt nicht FDA-approved und man kann es einfach nirgendwo bekommen. Es ist halt nicht möglich. Was ich spannend fand, weil häufig in den USA halt die Leute also vielen Biohacking-Bereichen weiter voraus sind als vielleicht die Deutschen. Ich glaube, es war mal so in der Vergangenheit, dass vielleicht Deutschland gerade, weiß ich, 1960, 70, 80 irgendwie da von Alternativmedizin grundsätzlich weiter war. Und auf einmal haben wir jetzt das digitale Zeitalter, also ja, wo vielleicht auf einmal andere Lösungen woanders herkommen, die wir vielleicht auch brauchen. I don't know. Ja, wo vielleicht auch andere Lösungen, die wir früher hatten, auch nicht mehr so wirken, wie sie mal gewirkt haben. Also, das ist mein Bauchgefühl. Hast du da auch so also manche Erfahrungen mitgemacht, also wenn Leute sagen, hey, Homöopathie und was auch immer, oder kannst du es gar nicht so richtig sagen? Ich habe schon eher das Gefühl, dass es in Deutschland irgendwie ein bisschen stehen geblieben ist, muss ich fast sagen. Ja. Also ich habe auch viele in meinem Online-Coaching gehabt, die ich dann halt zum Beispiel zum Blut abnehmen, woanders hingeschickt habe, etc., wo einfach so viel Gegenwind kommt. Also es ist wirklich Wahnsinn. So, ich habe eher das Gefühl, dass es, ja, dass Deutschland da gerade nicht so fortschrittlich ist, aber es ist irgendwie mein Gefühl. Warum ist das so? Einfach weil halt das System so krass aufgebaut ist und so stark ist? Ja, ich Wahrscheinlich schon, ne? Ja. glaub schon. Also ich meine, Ja. bevor es jetzt heißt, wir sind hier Kang Schwurbler oder so, aber ja, schon, glaube ich. Glaube, es ist einfach so, weil es ein profitgetriebenes System ist, ja. Und ja, Homöopathie bringt jetzt nicht so viel Profit. Ja, also ich stelle mir mal die Frage, okay, also auch gerade mit Rotlicht und so weiter, was hat, also hat es starke Nebenwirkungen? Wenn ja, okay, auf was müssen wir achten? Und wenn nein, ja, okay, abgefahren, weißt du, dann gibt es halt solche Therapien, in Anführungsstrichen, ja, die wirklich sehr nebenwirkungsarm sind, aber Voll. potenziell sau viel bringen, weißt du, und da hast du auch, Voll. ja, da Voll. Und ich meine, ich hast habe bei du, Rotlicht noch nicht von einer Nebenwirkung gehört. ne? Ja, ich glaube, das, was halt spannend ist, unser Körper ist ja eigentlich dafür gemacht, weißt du, viel Rot- und Infrarotlicht auch in der Natur aufzunehmen, also im natürlichen Kontext, eigentlich den ganzen Tag, wenn wir irgendwie im Sommer draußen sind. Ja, Voll. und die Dosen, die da auf den Körper einwirken, sind halt viel krasser als jede Form von, ja, was wir uns jetzt aussetzen, wenn wir von so einem Rotlichtgerät sitzen. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Was steht bei dir so in der Zukunft an oder was sind so deine Träume? Wo soll es hingehen? Bist du erstmal da happy, wo ihr seid und einfach mal gucken, was das Projekt so bringt? Oder hast du noch irgendwie so einen anderen Wunsch für die Zukunft? Grundlegend bin ich sehr happy. Also ich muss wirklich sagen, dass so mein Leben in nahezu allen Bereichen gerade sehr erfüllt ist. Aber trotzdem habe ich noch eigene, soll ich sagen, Wünsche, Träume, so außerhalb der klassischen Medizin, würde ich einfach mal sagen, Dinge, die ich gerne machen würde, sowas wie Retreat oder ich arbeite super viel mit Frequenzen und Sounds, also sowas wie eine Ausbildung halt mit Sound zum Soundbath oder irgendwie sowas mit Klangschalen und so finde ich ganz nice. Vorletztes Wochenende eine Kinesiologie-Ausbildung angefangen. Nach Genau. Klingert, ne? Habt ihr Genau, das nach gesehen? Ja, Klingern, genau. Weil genau. ich es einfach so spannend finde, weil der Körper halt einfach ein Feedback gibt, was er braucht. Ja? Also es läuft über so einen Muskeltest und der Körper sagt einfach ja, nein, quasi. Ja, Genau, das habe ich ja. jetzt angefangen. Es dauert fast ein Jahr. Genau. Das ist einfach so mehrere Wochenenden, die man sich da trifft, oder? Genau. Und Okay. dann wird es so intensiv Wochenenden, wo man von 9 bis 19 Uhr, ja, übt und sich Dinge anhört, theoretisch. Sind das dann nur so Heilpraktiker oder irgendwelche alternativen Leute oder auch tatsächlich auf manche Ich glaube, Mediziner kommt auch dabei? an, wo man es macht. Also ich habe es jetzt hier in Wien gemacht bei einer Frau, die quasi wie so die rechte Hand eigentlich von Dietrich oder von Kling hat ist. So, die ist da Okay. wirklich Vollprofi. Aber ist eigentlich keine Ärztin, glaube ich. Nee. Weißt du, ob der noch arbeitet, der Ja, Klinger? macht er. Ja, okay. Spannend. Naja, voll. Aber ich war ja mal, ich glaube Ende, nee, Mitte 2019. War ich mal in England bei ihm auch eine Woche und habe das auch so, dieses ART heißt das, ne?
Autonomic Response Testing, also auch mal so ein Crashkurs-Seminar bei ihm gemacht, wo er selbst auch da war, aber da waren halt auch sehr viele chronisch Kranke mit dabei und das war also ein bisschen ein Problem, weil alle wollten quasi von ihm dann getestet werden und weißt du, so diese, oh, naja, wenn der mich anfasst und wenn der irgendwas macht, dann werde ich endlich heil werden. Das war so ein bisschen das Negative dabei, weil es war ein sehr, ja, der Vibe war dann einfach nicht so gut. Weißt du? Ich glaube, da sind wir wieder bei diesem Eigenverantwortung übernehmen und also niemand kann dich heilen, du kannst dich nur selbst heilen. Ja. Very true. Ist bei dir Thema Joe Dispenza und Co. oder solche Sachen auch was du viel machst? Also dass du halt, ja. Ja, schon, also aber schon seit Jahren. Also ich glaube, Joe Dispenza war so mein, im Moment fühle ich ihn nicht so, aber es war so mein also einer meiner Einstiege, so diese Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und jetzt konsumiere ich eher andere Menschen, sage ich einfach mal. Und habe auch meine privaten Coaches. Also ich mache selber regelmäßig Coaching und lass mich spiegeln und reflektiere und löse Dinge etc. Lass mich da betreuen. Konsumierst andere, ist das, was für eine Ernährungsform ist das? Nee, ich meine schon so von Podcasts und Bücher, die ich lese und so. Isst du Fleisch? Ja. Es fühlt sich an wie so ein Speed-Dating-Interview hier. ja, ich esse Fleisch. Also zu meiner Story, ich war selber anderthalb Jahre oder ja, ungefähr anderthalb Jahre vegan oder plant-based, wie auch immer man es dann nennen möchte. Und also aus meiner Erfahrung war es so, war einfach für mich die schlechteste Entscheidung, aber ich würde es nie wieder machen. Ja, also ich weiß, von den Veganern werde ich jetzt wahrscheinlich gehatet, aber das nehme ich in Kauf. Weil es mir gesundheitlich damit gar nicht gut gehen. Ja, und den meisten Frauen, also was ich einfach in meiner Erfahrung gesehen habe, auch an meinen Patienten, man muss nicht unbedingt Fleisch essen. Also das ist nicht das Nonplusultra, aber tierische Fette tun den meisten Frauen einfach gut, weil ich hatte auch so hormonelle Probleme in der Zeit. Also ich habe eine Pille abgesetzt damals, hatte mit der Plant-Based-Ernährung ein Jahr keine Periode, muss ich mir mal vorstellen, ein ganzes Jahr. Und dann habe ich angefangen, halt dieses Biohack, wie man es nennt, so diese Bulletproof Coffee und so. Und ich habe nicht mal viel Fleisch gegessen, aber einfach jeden Tag diese Butter hat mir nach 2 Monaten meine Periode zurückgebracht. Das war dann für mich schon ein ziemlich klares Statement. Spannend. Was würdest du einer Person sagen? Ich meine, das ist ja häufig das Argument dann von vielen, tatsächlich von vielen Frauen, vielleicht auch aus der emotionalen Perspektive. So, ja, aber ganz viele Studien sagen ja, Fleisch ist schlecht für uns und wir sterben früher. Hast du da eine relativ schnelle Antwort drauf? Wenn Leute damit, das ist ein häufiges Argument, oder? Voll, ich glaube, die meisten Leute, also lerne, wie man Studien liest, würde ich sagen, weil Studien werden ja bestimmt nicht an einem Bio-Weiderind gemacht, sondern an, keine Ahnung, Massentierhaltungsantibiotika verseuchten irgendwas Fleisch. Ja, so ja. Und immer die Frage, wer macht die Studie? Ja. So. Du hättest dann den Approach, dass man sagt, okay, guck einfach mal in Natur, wie auch bestimmte Urvölker sich ernährt haben. Und da gibt es eigentlich kaum Urvölker, die vegan gelebt haben. Eben. Gar nicht. Ja. Also ich denke so, wenn man verbunden wieder mit der Natur ist, dass wie du auch sagst, so vor, keine Ahnung, 200 Jahren hat keiner gesagt, so, ich bin jetzt plant-based. So. Ja. Ich meine, ich habe mal ein paar Leute gehört, die darüber geredet haben, dass dann, wenn Völker sich dazu entschieden haben, dass die irgendwie, ja, dass die ausgerottet wurden oder so. Ja, ziemlich abgefahren. Ich muss nochmal mir ein paar Quellen anschauen, aber der Dr. Gerrit Käferstein, der ist ja auch sehr krass da unterwegs und sagt, hey, esst Fleisch und das ist wichtig, oder auch diese Basis auf jeden Fall zu haben. Ja, wo natürlich auch dann der Community-Gedanke und so weiter auch riesiger Faktor ist. Ja, das sage ich mal so auch auf irgendwelchen Konferenzen, wo ich sage, ja, Licht, alles schön gut, ist sau wichtig, aber ist genauso wichtig, auch abends eigentlich mit einem Glas Wein vielleicht mal in der Gemeinschaft da zu sitzen. Weißt du, dann ist das Alkohol gar nicht so das Schlimme, sondern ja, das hat eine höhere Priorität, diese Gemeinschaft zu haben. Weißt voll, ich glaube, das wäre auch so, ja. Dieses sich selber nicht immer verrückt zu machen. Ja, so, und einfach das Leben auch zu genießen. So bei allem gilt es so. Die Basis natürlich, klar, soll da sein, wie du sagst, 80-20 gesunde Ernährung. Aber es ist auch okay, essen zu gehen und ein Glas Wein zu genießen. Und wie sieht jetzt dein Leben in Wien so aus? Also ist es so, dass ihr manchmal auch abends essen geht oder so oder was? Oder, ja, schon, ja, klar, schon. Auch gerade eher mittags, wenn wir beide keine Zeit haben. Wir teilen es das meist schon so auf, dass wenn wir im Zentrum sind, ich dann meistens nachmittags koche in der Regel. Oder generell, ich bin nicht die Person, die bei uns zu Hause kocht. aber ab und zu gehen wir dann auch essen, wenn wir keine Lust haben. Ja. Aber ich mag das Kochen auch, weil dann weiß ich also schon noch, was drin ist. Ich weiß, dass es mir gut tut. Und für mich ist Kochen wie Meditieren. So. Also ich vergesse da wirklich den Rest um mich herum.
Wie ist dein Nachname, Garcia? Kommst du aus Spanien oder wo? Mein Papa ist was? Spanier, ja, genau. Okay. Und ich glaube, da sieht auch gerade in Spanien, für die Mentalität ist ja eine ganz andere. Da gibt es Gemeinschaft und dieses Zusammensein wird einfach großgeschrieben und gutes Essen. Hast du noch Connections oder ist deine Familie noch in Spanien Ja, oder? wir haben noch Familie, aber keinen Kontakt. Long story. Okay. Ja, aber du würdest wahrscheinlich schon sagen, dass du da Temperament mitbekommen hast, oder? So Ja, ein schon. Deswegen habe ich manchmal dieses Radikale, sagst du, okay, kein Porridge, gut so. Ja, also deswegen steht es auch in meinem, was du gesagt hast, real, raw, relevant und besteht in meiner Bio, weil ich einfach finde, Ehrlichkeit mit sich selbst und mit anderen ist einfach so wichtig. Ja, und es bringt auch nichts, im heißen Brei rumzureden und manchmal muss man einfach auch die Dinge auf den Tisch legen, so wie sie sind. Ja. Und auch raw im Sinne von, weil ich glaube, auch mein Weg war das irgendwie so wieder mehr authentisch zu sein, mich so zu zeigen, halt wie ich bin und dieses ganze Masken tragen und bla bla, das ist Bullshit. Und so, deswegen ist es so mein Vibe, den ich auch auf Instagram irgendwie ja vermitteln möchte. Ja, und relevant, weil ich einfach glaube, dass ich auch was zu sagen habe und auch sagen will. Also das ist irgendwie auch mein Weg hier in dieser Welt. Ich glaube, das, also, wirst du wahrscheinlich auch sagen, jeder Mensch hat was zu sagen, oder? Ich Ja, glaube, so oder manchmal, so. ja, So oder viele Leute so. denken ja so, wer bin ich? Weißt du, ich habe überhaupt nichts. Also, was heißt zu sagen? Also, ich sage jetzt nicht, anderen Leuten wilde Ratschläge zu geben, sondern ich glaube, man Nee, kann einfach nur aus voll. seiner, also seine eigene Erfahrung teilen. Und ich sage, hey, Voll. ich esse kein Porridge. Ist okay, aber ich gehe jetzt nicht da raus und sage so, ey, esst alle kein Porridge, das ist scheiße. So, ja, kann man machen, vielleicht auf Social Media, um so ein bisschen mehr Traction zu bekommen, aber dann kommen ja Leute auch wieder in diese Mangel. Also Mangelzustand oder Opferrolle, weißt du, wo du Ja, dich dann schlecht voll. fühlst. Nein, nein, voll. Ich meine, jeder muss für sich seine eigene Wahrheit herausfinden. Ja. Nee, nice. Cool. Gibt es deine Top 3 Tipps, was du jetzt Leuten, also auch gerade aus der Lichtblock-Community, was du denen mitgeben würdest, wenn du sagen würdest, okay, ey, hier, Gesundheit, was wäre das? Ich meine, wir haben es ja schon ein bisschen rausgehört, aber Ja, genau, ich oder? glaube, wenn ich es zusammenfasse, wäre das tatsächlich das Morgenroutine, ja, mit Tageslicht, anständig zu trinken und gutem Frühstück, eine Abendroutine. Und was wäre das Dritte? Ist gar nicht so schwer, gar nicht so einfach dann rauszuwählen, was wäre das Dritte wichtig. Aber ja, ich glaube, dann wäre es wahrscheinlich trotzdem noch Bewegung. Ja. Okay. Was für Sport machst du? Mix aus Laufen, Gym und Yoga. Wobei im Moment nicht so viel laufen. Hier in der Stadt habe ich noch nicht so meinen Weg gefunden, wo ich hier joggen gehen kann. Aber es ist ein guter Mix. Und auch da, du, das ist auch so wichtig als Frau, halt einfach wieder auf seinen Körper zu hören und halt das Training anzupassen. Ja? Also ich glaube, das wäre sowas, was ich Frauen auch noch mitgeben wollen würde. Ja, so, weil früher habe ich auch, keine Ahnung, wie trainiert, super hart und mich immer dadurch zu pushen, muss als Frau einfach nicht sein. Nice, cool. Das heißt, es wäre wahrscheinlich auch so eine Message, die dich inspiriert und die du nach außen tragen würdest, ne? So, hör auf deinen Ja, Körper, voll. ja, deine individuelle Gesundheit und nicht, was machen alle andere, alle irgendwelche anderen Influencer und die da, ja, Voll. Proteinshake trinken sind und so weiter, genau. Ja. Muss mich mal an die FIBO erinnern, so, wo das alles so völlig crazy war und diese ganzen ungesunden Menschen. Es ging nur um Pumpen und Bodybuilding. Ja, das triggert mich schon fast. Manchmal regt es mich tatsächlich schon auf, weil es gibt so viel Müllwerbung da draußen von Shakes. Also ich trinke auch Proteinpulver, ja, aber halt ein cleanes. Aber es gibt so viel Müllwerbung, wo halt Leute das dann kaufen, weil sie halt denken, ja, okay, wenn der das empfiehlt, dann wird es schon gut sein. Wo ich dann sehe, dadurch haben sie Hautprobleme, Darmprobleme, hormonelle Probleme. Das regt mich dann schon manchmal auf. Muss erstmal durchatmen, erstmal. Ja, genau so. Nicht meine Verantwortung. Ja, geil. Ja, ich würde sagen, wir halten die Folge einfach ein bisschen kürzer. Ich meine, sie sind Yes. bei knapp 45 Minuten und bin da auch mega happy mit, weil so haben Leute mal so einen kleinen Einblick bekommen, so, hey, wer bist du? Ja, was machst du da genau in Wien und was sind so deine Überzeugungen? Und ich glaube, das ist was kurz und knackiges und muss keine 1,5 Stunden sein. Voll. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du zum Schluss sagen möchtest? Irgendwie, wo kann man dich erreichen? Genau, vielleicht das so ein bisschen. Am besten auf Instagram, ja. Ja. Einfach eine Nachricht hinterlassen. Und ich schicke dir einfach nochmal sonst Links für die Shownotes. Cool, machen wir das. Ja. Genau. Vielleicht auch ja, wie das Center, das Voll Longevity gerne. Center Vienna, ja, wie das heißt. Und vielleicht können Leute da mal vorbeikommen. Und ich werde auf jeden Fall auch mal Ja, vorbeikommen und bitte. diesen Human Generator ausprobieren. Genau. Geil. Also vielen, vielen Dank. Gerne. Ciao. Ciao.